Breathe in. Ein neuer Tag in Hyrule. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Es wäre doch wirklich schade, wenn diese perfekte Idylle plötzlich durch einen Phantomgarn zerstört würde. Ach, stimmt ja! Wir sind ja in Dark Army Resurrection. Wir haben hier aufgehört. Wo steht mein Riesenschimmel? Da vorne ist mein Riesenschimmel. Hallo, mein Süßer. Wir wollen heute definitiv in die Gerudo-Wüste gehen und auch den Donnertempel machen. Und ich glaube, als erstes holen wir mal unser Pferd ab. Hier vorne ist irgendwas gespawnt. Scheiße. Ein Horrorblin. Und ein Phantomgarnon. Perfekt. Das ist ein sehr entspannter Anfang mal wieder. Ah, komm rein da. Nee, okay. Hat leider nicht so funktioniert. Oh. Breathe, bro, breathe. Was ist das für, wirklich, was ist das für ein Anfang? Wie viele Feen habe ich noch? Das tut einfach weh. Ich habe noch eine Fee. Ich habe so eine Sekunde gespielt. Aua, einfach. Ich brauche dringend wieder irgendwas, um mich vernünftig hochzuhalten. Das geht hier so nicht weiter, Alter. Was ist das denn? What the fuck? Ist ja schon okay. Wenigstens ist er gestorben, alles gut. Ich muss lieber auf Nummer vorsichtig gehen. Nummer vorsichtig? Nummer sicher ist das so. Ach Mann. Ich muss raus. Was ist denn für ein scheiß Anfang, bitte? Ja, scheiß auf das Zora-Langschwert, Alter. Das ist mir wirklich sehr wumpe. Aber den Bogen hätte ich ganz gerne eigentlich. Ja, die werden nur besser mit der Zeit. Ja, wir gehen lieber auf Nummer vorsichtig, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, ich muss echt mal irgendwie eine Fee upgraden oder so ein Scheiß. Also bei einer Fee irgendwelche Upgrades machen, das ist ja so bitter. Was ist hier vorne gespawnt? Ah, Griokönig. Okay. Das ist nicht dein scheiß Ernst, Digga, wirklich. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Warum gleich ein König, Digga? Ich wusste nicht mal, dass sie spawnen können. Wann ist es denn passiert schon mal bisher? Warum passiert sowas in der ersten Minute direkt wieder? Aber ich glaube, er lässt mich in Ruhe. What the fuck? Wir machen erstmal den hier weg. Ist ganz schön viel Elektro hier, wenn ihr mich fragt. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich nicht ganz wohl hierbei. So, aber wir haben alle besiegt. Digga, da sind immer noch welche. Junge, ich dreh durch. Das ist geil, das war vorher ein Exalfos einfach. Und dann spawnt das Skelett nach. Und das ist dann einfach anfänglich. Aber es ist dann empfänglich dafür. Bro, wie viele Chesskies sind hier gerade gespawnt? Wir haben jetzt schon wieder drei. Das ist gut. Bro, da spawnen schon wieder mehr. Könntet ihr jetzt aufhören langsam mal? Was ist denn los, bitte? What the fuck, Alter? Was ist hier denn los, bitte? Ja, okay, man treibt halt komplett. Also ich finde es halt ganz geil, dass die Weisen fast alles übernehmen, ne? Ich muss halt gar nichts tun, so circa. Aber trotzdem, was ist hier denn los? Er hat sich einfach geportet, gerade habt ihr es gesehen. Oh fuck, das war dumm. Das ging sehr schnell vor allem. Wo ist mein Bogen? Hier ist mein Bogen. Sehr gut, okay. Scheiße, der hätte ins Auge gehen müssen. Weil ich finde es so geil, wie einfach Elektro und Eis sich gegenseitig komplett vernichtet. Ihr checkt doch gerade, wo ich keiner mehr was abgeht, oder? Ah, das ist in Ordnung. Meine Armpfeile. Seht ihr, wie er glitzert, weil er nass ist? Das ist so nice, ne? Dieses Detail ist so nice. Ein bisschen was wurde hinterlassen, aber ich glaube, diesmal kein Chesskey tatsächlich. Ah, nevermind, hier ist auch noch einer. Was ist das schon wieder für ein Anfang? Ah, noch einer, let's go. Wir haben schon wieder direkt zum Anfang 5 Chesskeys. Und theoretisch haben wir auch noch einen Huge Star. Das heißt, beim nächsten Blutmond oder beim nächsten Game Over werden wir gerettet. Oh mein Gott, oh. Ich schaff's noch zum Schrein zurück, aber es bringt mir halt auch nichts. Dann kann ich halt nur einen Tag skippen. Ne? Bro, warum ist schon wieder Blutmund? Wie oft ist denn hier Blutmund, bitte? Genau eine Minute müssen wir haben. Oder ein bisschen mehr als eine Minute sogar. Halt dein Maul, du Hund. Spaß. Entschuldigung. Lass mich doch einfach in Ruhe, bitte. Kein Bock auf die Scheiße. Wir warten kurz, bis es nach 0 Uhr ist, ja? Dann gehen wir wieder raus. Auf ganz entspannt. Später. Und wir haben 12 Uhr. Perfekt, wir können rausgehen. Blutmund elegant gedodged. Mit Schneile. Wir haben jetzt genau 24 Minuten Zeit, um den nächsten Schrein, die nächste Unterkunft oder irgendwas zu finden. Weil wenn nicht, sind wir unsere Chesskeys wieder auf ganz entspannt los. Ich muss jetzt halt echt versuchen, meine Schlüssel so schnell wie möglich loszuwerden. An sich sind die gar nicht so viel wert, ne? Ich meine, ich habe die gerade so schnell bekommen, alle 5. Komm her. Auf. Geht doch. Na also. Was befindet sich hier? Wir haben einen Chesskey benutzt. Und die Truhe ist leer. Ja, ist sie wirklich. Ich beschwör's auch immer herauf. Okay, ich glaube, das ist diese nervige Stelle, wo man diese Quest machen muss gegen diesen alten Sack, ne? Ja, das mache ich definitiv nicht nochmal. Weil als Grant mich damals hierher gelockt hat. Leon, ich habe gerade die heftigste Sidequest ever gefunden in Theotika. Also ich schick dir einfach die Koordinaten. Geh da mal hin, bitte. Mach das im Stream morgen. Generell, diese Ecke hier gerade kommt mir so fremd vor. Ach, da vorne. Ihr Schloss müssen wir auch noch machen heute. Stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. Aber das ist natürlich auf dem Weg. Das würde sich definitiv anbieten. Wir können so weit gucken, ne? Das ist echt insane. Aber ja, so ganz. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen, ehrlich gesagt. Ich habe hier gerade keine Orientierung. Ist da oben Leune? Ich glaube, da oben ist ein Leune, oder? Wenn er mich jetzt wegnockt, ich heul so, ne? Hallo Leute, ich möchte nichts Böses, ja? Ah, Miasma-Hände, cool. Ah, cool, noch viel mehr Gegner. Noch ein Gegner, cool. Ich glaube, der Leute hat sich schon aufgegeben. War das gerade ein Phantomgarnon? Ja, es war definitiv ein Phantomgarnon. Oh, er schießt auf mich. Ich muss aber sagen, Phantomgarnon kann echt nicht gut zielen. Hat er gerade auf den Grog geschossen? Das ist ziemlich ehrenlos. Ich muss sagen, Phantomgarnon kann echt nicht so gut zielen. Also Leuen sind, was Bögen angeht, definitiv die größere Bedrohung. Ich weiß gerade nicht genau, wo ich bin. Also ich bin auf jeden Fall an der Südgrenze. Hier ist es gleich vorbei. Also hier geht's vielleicht nicht mehr weiter. Die Berge da vorne kann man nicht hochklettern. Das weiß ich noch. Das hat so wenig Schaden gemacht. Ich habe einfach nur Schmerzen. Exalfos-Treffen ist wirklich eine ganz andere Kunst. Die haben nicht vorher gar keinen Schaden bekommen, kann das sein. Aber 3 Herzschuss reichen ja bei denen anscheinend schon aus, ne? Die respawnen ja auch alle noch, ne? Klare Sache. Wir sind immer über Dark Army. Hier machen wir keine halben Sachen. So, nochmal ein Chesskey. Macht Eis bei denen jetzt eigentlich. Ich kann es jetzt nicht mehr testen. Noch ein Chesskey hinterher und natürlich nochmal einer. Komm, weg mit dir auch noch. Ja, hält mir echt ein bisschen zu viel aus, Alter. So, noch ein Chesskey hinterher. Junge, was ist da vorne gerade passiert? Generell, was ist hier unten für eine Fläche, bitte? Soll das so sein oder ist es einfach irgendwie gerade ein Renderfehler? Ist das der Schatten vom Irrschloss oder so? Egal, wir gehen einfach ins Irrschloss. Damit wir auch schön die Nacht überbrücken können. Ich hoffe, das funktioniert. Das südliche Irrschloss ist bis heute ein Rätsel für mich. Ich blicke hier immer noch nicht ganz durch. Ach, so ein Glassy-Rock da vorne. Warum nicht, ne? Ob ihn das tangiert?
Ich gehe einfach hier runter, scheiß drauf. Ich bin immer noch nicht sicher, wo es genau lang geht, aber wir verfolgen jetzt einfach die ganzen Eicheln. Stein hat Eichel gesagt. Ah, wir sind richtig, okay. Fuck, Alter, als ob ich das gefunden habe. Ja, das ist immer noch ein bisschen schwierig, finde ich hier. So, rein da. Das ist der nächste Sägeschrein. Schaffe ich es noch, ans Himmelserschloss zu kommen? Ich glaube schon. Das sollte ich eigentlich schaffen, oder? Ich kann ja auch in den Untergrund gehen. Das geht ja auch. Man muss ja nicht mal einen Schrein betreten. Das ist sogar ein Sägeschrein. Und oben ist der Fake-Sägeschrein, richtig? Nice, okay. Ja, okay. Okay, meinetwegen. So, 6 Segenslichter. Wir können uns schon wieder 2 neue Herzen holen. Das ist so krass, ne? Wir haben jetzt schon 18 Herzen inzwischen und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn mich ein Gegner auch nur streichelt, bin ich tot. Gehen wir noch ganz kurz hier rüber. So, und jetzt ab in den Himmel. Ich habe noch 13 Minuten Zeit. Das sollte doch eigentlich drin sein, oder? Oh mein Gott, hast du es gerade gesehen? Das ist so ein Drecksack, wirklich. Ich liebe ihn auch, Loki. Ja, kommt er wieder hinterher eigentlich? Ja, der hört nicht auf. Der hört nicht auf, Alter. Er kämpft gegen Sidon, Digga, wie dreckig. Der greift einfach Sidon an. Sidon denkt auch so, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich will ihn nicht besiegen. Mann, aber ich muss. Ich sehe mich gezwungen. Ich habe sonst wirklich keine Ruhe. Das dürfte es gewesen sein mit ihm. Ja, wunderbar. Dann fusen wir das schnell hier ran. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ist besser als nichts erstmal, würde ich sagen. Kann ich was anderes wegschmeißen dafür? Irgendeinen Wrecking Bogen oder so eine Scheiße? Warte mal, ist das ein Krater, der runtergefallen? Der ist runtergefallen tatsächlich, ja. Der hat einen. Fuck. Nein! Ich hasse mein Leben. Bro, wieso? Das ist doch so unfair. Das ist so weh. Ist hier schon Low Gravity? Nee, noch nicht, aber. Hä, Bro? Schaffe ich das nicht sogar schon von hier aus? Als ob das so geschenkt ist. What the fuck? Ich bin ja jetzt schon super weit oben. Und von hier aus komme ich ja Real Talk locker. Also, ich kann auch wieder ein bisschen cheaten, ne? Wie komme ich jetzt noch weiter nach oben? Das ist schon noch ein ganz schönes Stück. Ich glaube, ich brauche irgendwas Heißluftballonartiges. Ja, das ist so ein Heißluftballon zum Beispiel, wäre gar nicht so schlecht, denke ich. Wir haben auch noch genug Zeit eigentlich. Da war ich zu gierig wegen dem scheiß Bergspalter, mein Gott. Ich weiß nicht, ob das ein Bergspalter war, aber es sah so aus wie einer. Okay, passt auf. Jetzt nehmen wir noch ein Holzbündel dazu. So, und jetzt noch eine Feuerfrucht. Halt doch einfach dein Maul. Ja, nein. Lass mich in Ruhe, Digga. Warum werde ich hier so getriggert von diesem Spiel? Was soll das? Du kommst jetzt hier runter, Alter. Meine Güte. So ein Scheiß. Ich kann leider keine Ölflasche benutzen, weil ich sonst definitiv in die Luft gesprengt werde. Das wird doch vorne und hinten nichts. Digga, wir steigen in Zeitlupe auf. Was ist das denn? Oh nein, nicht Kakudas, Digga, bitte. Spannendes Gameplay. Ich hasse wirklich alles. Das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein. Warum gehen wir aus dem Weg, Digga? Wenn er mich jetzt getötet hätte, wäre wirklich komplett Feierabend gewesen. Okay, wir bauen jetzt nochmal irgendwas, um nach oben zu kommen. Ich habe keine Ahnung, ey. Ist noch ein Lenkelement hier vorne drauf, komm. Ich habe wirklich begrenzte Mittel, aber das ist okay, denke ich. Komm, auf. Ja, oh Gott. Ja, das ist er. Manchmal fehlen mir einfach die Worte. Ihr glaubt nicht, wie krass ich gerade gegengesteuert habe. Was ist das denn bitte? Ja, okay, wir bauen uns einfach wieder ein scheiß Hoverbike, weil es einfach die einzige Taktik ist, die irgendwie funktioniert. Ja, komm, halt dein Maul. Was ist denn gerade passiert, bitte? Ich hab's überhaupt nicht gecheckt. Ich hab's so komplett dagegen gesteuert und trotzdem. Ach, halt einfach dein Maul. Man kann es nur hassen. Ach, lol. Ich bin schon da. Es geht so schnell einfach, man übersieht es komplett. Alles scheiße, kann wer reden, ey. So viel Materialien verschwendet, auch noch getroffen worden. Ist alles kacke, ey. Alles scheiße, Mann. Tschüss. Unlit Blessing. Und das ist doch die Fackeln anzünden, oder nicht, ne? Nee, da sind gar keine Fackeln. Nee, hier vorne, warte mal. Pass mal auf. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Was passiert, wenn ich jetzt die anzünde? Das hab ich noch. Hat noch niemand getestet, oder? Hat das schon mal jemand getestet? Ja. Jetzt habe ich den Schrein abgeschlossen, bevor ich ihn abschließen sollte. Was genau passiert jetzt? Also, erstmal bekommen wir hier ein scheiß Sonanium-Schild, der mir absolut egal ist, wirklich. Ich spuck auf dich. Nein, nee, ich dachte nicht mitnehmen. Darf ich B drücken? Komm, der ist sogar noch ein Ticken besser. Dann nehmen wir den von mir aus auch noch mit. Und noch ein Konstruktbogen, der mir absolut am Arsch vorbeigeht. Junge, das war kein guter Loot. Das ist jetzt auch nicht dramatisch schlecht so, aber es ist auch nicht gut. Aber was passiert denn jetzt? Also, jetzt, was passiert jetzt? Wir haben jetzt das Ding hier. Das ist doch jetzt richtig scuffed, oder? Ja. Pff, schöne Sache. Warte mal, wie bin ich denn jetzt hier drin gelandet? Was ist das überhaupt? Wie bin ich hierher gekommen? Wie bin ich jetzt hier? Ich hab den Schrein komplett gecheased einfach. What? Also, okay, es ist nicht mal verbuggt. Es ist nur sehr, sehr strange. Und was tue ich hier? Ganz ehrlich, ich wäre gerne in diesen Sockel rein ascended. Egal, passt schon. Muss auch erstmal jemand hinkriegen, ne? Das ist 8 Uhr abends. Jetzt würde es mich halt interessieren. Kann ich in einem Lagerfeuer einen Schrein machen? Genau. Kann ich in einem Lagerfeuer einen Schrein machen? Ich glaube, es geht nicht. So, wo ist der Mond? Wo ist der Mond? Der Mond ist wieder ganz lieb jetzt, ne? Ich sehe den Mond nicht. Naja, egal. Okay, auf geht's. Oh, Orientierung ist hier auch so gar nicht gegeben. Vor allem, weil wir keine Karte haben. Das macht es halt nochmal viel, viel schwieriger. Ja? Ja? Ja, let's go. Okay, sehr schön. Truhen wären echt praktisch. Kann ich immer meine Schlüssel wieder loswerden. Es ist so frustrierend, wenn man so viele Schlüssel hat und die alle nicht einlösen kann. Und dann irgendwann einfach elendig stirbt. Warum halte ich mich eigentlich nicht hoch? Was ist hier los? Ich weiß, ich muss mich nicht immer hochhalten, aber das ist schon wieder extrem dumm, was ich hier gerade tue. Muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Wenn ihr was seht, wenn ihr eine Truhe seht oder so, dann schreit bitte einfach. Ist mir egal, dass ich das nicht höre, schreit trotzdem. Kreischt förmlich, ja? So. Oh, gefällt mir. Gefällt mir auch sehr gut.
Gefällt mir auch sehr gut. Atze, was ist denn hier los? Sehr, sehr schöner Loot. Denke ich mir richtig. Das ist schön. Das ist doch eine erfreuliche Botschaft. 2 von 4. Aber kann ich hier nicht hochsenden? Doch, ich kann hier hochsenden. Aber ich finde es krass, dass man einfach so offiziell hochsenden kann. Das ist tatsächlich eine Truhe. Lol. Aber das ist nicht die Stelle, wo wir runtergehen wahrscheinlich, ne? Ich glaube, die ist weiter hinten. Sehr schön. Nochmal hier einen Schlüssel eingelöst. Digga, keine gute Waffe. Nee, 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 nee. Wir nehmen sie aber trotzdem mit. Zwar statt dem Arzt hier. Jetzt kriegen wir noch nichts. Let's go. Wunderbar. 3 von 4. Jetzt kann ich mich wieder hochsenden. Bruder, das ist so komisch. Warum geht das hier einfach? Warum geht das im südlichen Irrschloss? Hier ist es auch der letzte. Das letzte Ding, was wir aktivieren müssen. Okay, wunderbar. Ja, aber trotzdem. Irgendwo sind es safe noch Truhen. Aber egal, wir müssen ja auch nicht jede einzelne mitnehmen, ja? Ich könnte auch einfach hochgehen. Wie eine Bombe. Au, au. Beatbox-Legende getroffen vor Kaufland. Au, au, au. Puppe, Barbie. Okay, Geist, jetzt bitte wieder aufhören zu schreien, ja? Weil hier sind eh keine Truhen mehr. At least können wir jetzt das hier mitnehmen. Dann düsen wir jetzt schnell in den Untergrund runter und besiegen nochmal ein lustiges Blockkonstrukt. Da sehe ich mich jetzt. Diese Irrschlösser sind im Untergrund gefühlt nochmal gruseliger als sonst irgendwo anders. Oder mysteriöser. Was ist denn hier los, bitte? Sag mal, gibt's so einen Geheimgang? Kennt ihn irgendjemand? Also, ich kenne ihn auf jeden Fall nicht. Er ist ja voll stark. Ich wusste nicht, dass die so komplex aufgebaut sind, ehrlich gesagt. Oh, okay. Das ist nicht nur mein bestes Urteil, sondern auch generell ein sehr wichtiges Item eigentlich. Das hat sich definitiv gelohnt. Da akzeptiere ich auch nur, dass es ein Item ist. Aber dann geht's ja auch noch lang. Was, ich bin ein bisschen verwirrt hierüber, ne? Ich wusste nicht, dass die so komplex aufgebaut sind, ehrlich gesagt. Aber ist cool. Ich glaube, wir kämpfen erstmal. Shit, Alter. Der nimmt gar nicht mal so viel Schaden tatsächlich. Komm. Zack. Boah, da ist mal Zeit gelassen. Der hat sich aber echt Zeit gelassen. What the fuck? Ich verstehe jetzt immer nicht, was hier in der Mod los ist. Warum die nicht richtig funktionieren, aber sie funktionieren einfach nicht richtig. Digga, was ist hier los? Fällt er schon wieder? Digga, was ist hier los? Warum macht er, wie er macht? Okay, ich muss sie einfach nur einmal auseinandernehmen und das hat gereicht, aber entspannte Nummer. Oh, der Loot ist so geil jedes Mal. Vor allem die ganzen Sona-Charges, das lohnt sich so sehr. Wir machen das hier dran, dann haben wir standmäßig 44 und mit Sidon dann 88, let's go. Dann aktivieren wir kurz das Ding hier vorne und kriegen eine weitere Truhe geschenkt. Was haben wir in der Truhe? Komm, gib her. So eine wichtige Truhe, dann ist die einfach leer. Das tut so weh. Oh, hier ist nochmal eine Truhe, let's go. Oder ich wusste nicht, dass in den Süd-, nicht in den Südirrschlössern, dass in den Untergrundirrschlössern so viele Dinge versteckt sind. Nice, antiker Dolch, immer gut. Das ist auch nochmal was. Junge, was sind das für versteckte Wege überall hier? Das ist voll geil. Ich feiere das richtig. Mir ist echt noch nie so aufgefallen. Ah, nee, okay. Hier kann man sich nur anteasern, dass da drüben was ist. Da oben ist wieder sowas. Bro, als ob das hier an jeder Ecke ist. Das ist mir noch nie aufgefallen. Generell alle Truhen in TOTK sammeln, das muss so ein Selbstmord sein. Das ist wirklich heftig. Und hier ist umgekehrt, ne? Da vorne ist wahrscheinlich keine Truhe. Oder die ist unten. Und dafür sind die Lichter hier oben. Saphir ist nice. Und Zwambo ist auch nice. Ich kann schon wieder fast eine vierte Batterie kaufen. Und jetzt kann ich eine vierte Batterie kaufen. Geil. Was ein Zufall aber auch. Dann gehe ich noch ganz schnell hier runter. Was haben wir hier? Ich habe kein Chesky mehr? Wow. Nein, verarsch mich nicht. Bro, was? Wo sind meine Cheskys hin? Ich hatte doch eben noch so viele. Jetzt aber auch die Sache. Jetzt lohnt sich ja eigentlich gar nicht, den Huge Star einzulösen. Das finde ich so nervig, ne? Dass ich nicht gefragt werde, ob ich den nutzen möchte. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Falls euch nicht aufgefallen ist, es regnet gerade im Untergrund, ne? Das ist so scuffed hier alles. Man kann sich nicht porten. Es spawnen keine random Gegner. Die Lichtverhältnisse sind absolut scuffed. Tempel funktionieren nicht richtig. Das ist der Untergrund in Dark Army Resurrection. Das heißt, wir gehen irgendwie hier rüber. Man sollte sie aus der Entfernung eigentlich sehen können, weil sich hier irgendwo die Untergrundmine befinden müsste. Und vor allem sind wir im Untergrund geschützt. Vor Blutmond, da kann er nicht auftreten. Ach, das ist die Scheiße. Oh mein Gott, der ist eklig. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, oh mein Gott, Alter, ich erschrecke mich aber auch jedes Mal so krass davor, ne? Okay, wunderbar. Wie ging das denn nochmal? Man muss auf jeden Fall scheiße gut aufpassen. Genau, da muss ich den hier vorne ausschalten. Ist echt geil gemacht. Ich finde das irgendwie ziemlich cool, diesen Ort hier. Oh Gott, wie wär's mit... Machen sie es gut, ne? Ich find's so random, dass diese hier jetzt einfach nur ein HP haben, ne? Warum haben die nur einen Trefferpunkt? Ich denke mal, hier kriegt man so einen Laserwerfer oder so einen Kram, irgendwas in der Art. Man kriegt ja logischerweise gar nicht den Giga-Bauplan, weil ja alles randomized ist. Ja, kein Chesky. Dann bringt mir das absolut gar nichts, dass ich hier gewesen bin, weil die einfach keine Schlüsse hinterlassen. Ich muss mehr kämpfen. Okay, das ist ein normaler Gigama. Der dürfte eigentlich kein zu großes Problem sein. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe nicht so viel zu verlieren, wenn ehrlich sind. Das ging sehr schnell tatsächlich. Der muss mich nicht mal hochnocken, wow. Er tut mir fast ein bisschen leid, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott, noch einer. Let's go. Einfach ein zweiter Huge Star. Das ist so strong. Junge, let's go. Einfach zwei riesige Sterne. Das heißt, wir können jetzt zwei Blutmonde oder zwei Game Overs überleben. Junge. Ja, mit der Zeit, man levelt doch ganz gut hoch, ne? Schöne Sache. Respawnt der? Oh, Chesky, Chesky, Chesky. Ah, da geht man ab, Alter. Oh, er respawnt. Er ist ja ganz böse geworden, ja? Tschüss. Batz. Lass deinen Stein schön fallen, ja? Sieht so schön aus, Alter. Sag mal bitte, wie schön sieht dieses Spiel gerade aus. Guck dich das mal an. Wie schön ist das hier einfach alles? Jedes Mal wieder die Scheiße. Dann kommst du hier weg. Ich möchte die Waffe aber nicht zu viel benutzen. Erstmal, das One-Hitted sogar. Sonarium schadet auch nicht so sehr. Gerade weil ich ja so wenig Sonau-Kapseln bekomme, kann ich damit mit Automatik ganz gut arbeiten. Das ist doch schön. Schön aufpassen, schön aufpassen. Alles, was kein Chesky ist, ist einfach traurig. So, und das da vorne müsste die Gerudo-Mine sein eigentlich. Wenn ich jetzt gegen Koga verkacke, wäre einfach absolut traurig. Boah.
Oh, Junge, was? Was zur Hölle? Was? Wie viele Pfeile waren das gerade? Ich muss immer noch mehr Fässer aufmachen. So, Koga. Warum geht das nicht? Koga, schon witzig so. Schon lustig, der Atze. Er regt sich ganz schlimm auf, dass er die Fähigkeit immer noch nicht beherrscht. So, mein lieber Koga, der fliegt jetzt, ne? Ist aber schon ein cooles Konstrukt, muss ich sagen. Sinnvoll ist es immer noch hier, mit dem Trampolin zu arbeiten. Easy shit, Alter. Komm, weg mit dir. Batz. Digga, nimmt ja so viel Schaden. Nimmt ja so viel Schaden. Oh, das ist ein Miasma-Waffe. Fuck, das war vielleicht nicht so schlau. Wirft er jetzt Bomben oder was macht er nochmal? Oh mein Gott, Alter. Die Lanze ist gut. Achtung. Der hält echt nicht viel aus. Okay, das hat ihn nicht gejuckt diesmal. Wieso sollte es ihn jucken, wenn ich ihn einfach töten kann? Machen Sie es gut, Koga. So random einfach. Wie Link ihn einfach so wegfliegen sieht, so, ja, mach du mal, ne, ist schon okay. Wieder eine random Truhe, die mir absolut nichts Besonderes bietet, aber wir machen es trotzdem. Weil wir wollen ja die ganze Koga-Quest machen und das schadet ja einfach nicht. Warum wollen wir nochmal die Koga-Quest machen? Das hat gar keinen Grund wirklich, ne? Ich will es einfach machen, keine Ahnung. Ich brauche noch das ganze Jiga-Set. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Nee, ich hatte das Jiga-Set schon, oder? Ah, ein Reiseschild. Dankeschön. Ich will den wirklich nicht haben, Alter. Das war's einfach, Bro. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und von dir bekomme ich jetzt auch noch irgendein Ding, oder? Ist hier noch irgendwas? Ich hätte ja theoretisch noch einen Schlüssel. Soll ich das Ding benutzen? Es ist mega useless, ne? Aber wir könnten es eigentlich mal machen. Jetzt müssen wir nämlich nur noch zum Gerudo-Untergrundfriedhof. Der ist ja hier vorne. Und dann halt noch zum Ascent Point. Das hat ja gut funktioniert. Perfekt, Digga. Sehr, sehr stark. Wow. Oh mein Gott, Alter. Aber ich brauche noch einen Scheinwerfer, glaube ich. Ich glaube, ein Scheinwerfer wäre noch nicht verkehrt. Ich habe doch safe einen Scheinwerfer, oder? Den benutzt man sowieso nie. Ich habe genau... Ah, doch, 7. 7 Stück. So geil, ich jetzt einfach dreht, Junge. Ist das dumm. Aber es funktioniert irgendwie. Aber wir super langsam sind damit. Aber wir fahren erstmal weiter damit, okay? Wir brauchen auch nicht so viel Batterie, das ist schon okay. Ach so, wenn man nach vorne lenkt, ist man schneller. Das ist mir irgendwie noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Wieso habe ich darauf noch nie so richtig geachtet? Dieses Schleifen vom Licht auf dem Boden. Bam, bam. Hier vorne müsste der Untergrundfriedhof sein. Und direkt neben dem Untergrundfriedhof ist dann, glaube ich, auch die Arena. Das ist die Horrorblende-Arena. Wir sind sogar richtig. Wir müssen noch einen Ticken mehr hier rüber. Ja, ja, genau. Hier sind sie schon. Ach, das heißt, die sterben ja jetzt durch den Regen, ne? Ja, ja, die sterben einfach durch den Regen. Wie schön. Ja, doof, ne? Es ist wirklich doof mit dem Regen. Ach, ist das nett. So, der Gerudo-Untergrundfriedhof. Hier kann ich auch, glaube ich, Truhen aufmachen, ne? Hier müssten irgendwo Truhen sein. Ich hätte echt gerne gekämpft, aber wenn es halt die ganze Zeit regnen muss, dann kann ich auch nichts dafür, ja? Aber hinterlassen gibt es keine Schlüssel, glaube ich, einfach nur gerade Pech. Junge, wie viele hier sind, Alter. Das ist schön, wie sie leiden, ne? Ist schon echt niedlich. Das ist so brutal mit anzuschauen, aber irgendwie auch schön. Aber ein Chesky habe ich noch, ja genau. Und hier befindet sich... Oh, okay. Bringt eigentlich nichts, aber ist wenigstens ein besserer Holzschild und hält mehr aus. Aber die droppen alle keine Schlüssel, das ist ein bisschen komisch. Dann sind Gyptos da anscheinend außen vor genommen. Ich mache die Lichtwurzel erstmal hier an die vorne, sonst haben wir, glaube ich, ein Problem. Boah, es ist echt dumm, jetzt gegen einen silbernen Bossbock zu kämpfen, aber ich muss das jetzt tun, ich brauche Schlüssel. Aber hat er mich gespottet? Der hat mich gespottet, oder? Aber jetzt dürfte er mich gespottet haben. Oh mein Gott, was ist da gerade passiert? Genau aus den Gründen einfach immer schön wegbleiben, ne? Ist echt wie noch mehr mit Dings arbeiten. Irrknospen und so einem Shit. Aber andererseits, jetzt gibt's nur noch den Bossbock, ne? Die anderen Bockprinzen sind alle schon tot. Das ist auch so nervig. Warum sind jetzt die Bockprinzen alle so schwach? Also wirklich nur rot und blaue. Aber der Bossbock ist einfach Silber. So, danke. Bringt mir jetzt auch nichts. Dürfte eigentlich echt mal auf eine bessere Waffe wechseln. Wahrscheinlich irgendwie Sidon fragen oder sowas. Sidon, komm, mach mich mal nass. Sidon! Digga, ich hasse diese Abilities so sehr wirklich, ne? Oh mein Gott, Digga. What the fuck, was war das für ein Schaden gerade, bitte? Der lässt sogar noch ein Gypto. Aber er hat sein Horn gedroppt, das finde ich gut. Jetzt haben wir noch keine Schlüssel. Schade. Aber wenigstens ein gutes Horn. Du hast einen Key aufgesammelt. Ich habe einen Key aufgesammelt. Oh, dann habe ich das übersehen tatsächlich. Ja, let's go. Ich habe wieder einen Chesky. Das ist gut. Ich finde es wie schade, dass die Arenen keine eigene Musik haben. Das hätte so gut gepasst, ne? Ihr seid Kindergarten. Als was respawnen Horrorblinds nochmal? Let's go, Chesky. Ich glaube, als Flederbeißer, ne? Hier habe ich gerade beide mit einem Pfeil getroffen. Wie ist es möglich? Da ist wieder ein Chesky gespawnt. Ja, okay. Geht doch schon. Ja, da ist ein Flederbeißer spawn gespawnt. Das ist der Scheiß. Die hauen jetzt auch nicht ab, bis ich sie weggesprengt habe. Aber die kommen jetzt generell nicht weg. Also was passiert jetzt mit den restlichen? Sind die einfach despawned? Ich glaube schon. Boah, wegen der Waffe muss ich aufpassen. Was sagen, Alter? Zack, 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 zack. Sehr schön. Denn der Loot müsste sich schon lohnen, ne? Können die jetzt beides respawnen? Warum ist der jetzt als Gypto gerespawnt? Oder liegt es einfach daran, dass die keine Stahlversion haben? Also dass es keine Stahl-Horrorblinds gibt. Schön aufpassen. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, fuck, Alter. Ist tot? Let's go. Ich glaube, er ist gerespawnt, oder? Ich hab's nicht genau gesehen, aber ich glaube. Ja. Danke für den Loot. Das ist echt so ein Konzept, was ich bis heute noch nicht ganz verstanden habe, aber ist egal. Der blaue ist nicht One-Shot, aber Two-Shot. Wunderbar. Der schwarze hält ein bisschen mehr aus, aber das ist okay. Und der silberne wird erstmal eingefroren, würde ich sagen. Das ist wichtig. Oh, die werden beide eingefroren. Noch ein Chesky, let's go. Sehr gut. Batz, Batz, Batz. Sehr schön. Der hat's nicht überlebt. Wir haben's irgendwie geschafft. So, ich habe immer noch nicht ganz im Blick, wie viele Cheskys ich jetzt habe, ne? 4. Okay, wir kriegen mindestens noch eine Truhe jetzt beim Dunkelskelett. Dann müssen wir auch noch ein paar Meter weiter in Richtung Westen. Neidrauchern ist sehr gut. Digga, what? Der ist auch gut. Einfach mit Fünffachschuss. Dankeschön. Das ist durchaus eine nette Waffe. Scheiße, sind nicht irgendwo Miasma-Hände? Hier sind garantiert irgendwo Miasma-Hände. Ich suche eigentlich nur die Truhe. Ich will mich gar nicht hier so groß umschauen. Ah, Junge, wie kann ich genau reinlaufen, wirklich? Wie kriegt man das hin? Lass mich doch bitte einfach in Ruhe. Digga, das war so klar. Das war so klar einfach. Ich dachte, die sind weiter nördlich irgendwie, aber nein, die waren genau in der Mitte quasi. Die spotten mich noch, aber die können. Das ist auch geil, wie alle Weisen hier oben stehen mit mir und einfach auch keinen Bock haben, runterzugehen. Also, die lassen mich auf jeden Fall in Ruhe erstmal. Doch, sie despawnen, tatsächlich. Lol, das ist mir neu. Es macht einfach echt keinen Spaß, in dem Modus gegen Miasma-Hände zu kämpfen. Die
halten einfach zu viel aus. Oh no, jetzt kommt das Gegnercamp. Da müssen wir auch noch dran vorbei. Dieses Fossil ist auch so riesig, ne? Ich glaube hier vorne, ne? Ich glaube immer im Schädel drin. Wunderbar. Auf die Horrorblinds verzichtet. Das ist schon wieder silberner, Junge. Schon wieder ein silberner Horrorblind. Ich habe da keinen Bock drauf. Ein großes Sonanium. Wow. Das hat sich absolut gelohnt. Hier ist auch der Ascent Point. An dem können wir direkt schon hochgehen, wenn wir wollen. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt im Untergrund eigentlich fertig an der Stelle. Gibt es, glaube ich, nicht mehr zu holen. Aber ich weiß nicht, ob ich das Gegnercamp davon auslöschen möchte. Ah, lol. Guck mal auf die Uhrzeit. Wir haben tatsächlich wieder kurz vor Mitternacht. Oder in 5 Sekunden ist Mitternacht. Das ist ein sehr gutes Timing, weil da habe ich schon wieder Blutmond gedodged. Genießen wir kurz noch die Musik hier. Die wunderschöne Ascent Point Musik. Und ab an die Oberfläche. Und es ist kalt. Ja, ich glaube, ich kann ja echt nicht groß was machen, ehrlich gesagt. Also gehen wir wahrscheinlich direkt nach Gerudo Town. Ich hoffe, ich kann mich orientieren, ne? Ach, Arbiters Grounds. Scheiße, ich bin gar nicht bei Gerudo Stadt. Aber dann sind die doch näher beieinander, als ich dachte. Ich dachte gerade, ich bin bei Gerudo Town. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Generell, das müssen wir noch öfter nutzen. Dass wir bei Kälte so ein bestimmtes Oberteil tragen, um damit Eisattacken machen zu können. Ich hasse Treibsand. Was würde ich jetzt für Minero tun, ne? Jetzt Minero haben, Alter. Das wär's doch. Wieder mal gar keine Orientierung. Es ist einfach immer wieder schön. Wir haben wieder Licht. Was ist hier los? Kann sein, dass ich wieder komplett. Digga, ich lauf komplett in die falsche Richtung. Was ist denn mit mir? Straight up darüber, okay? Außerdem ist hier ein Stahlleune. Mit so einer Waffe ist einfach Feierabend. Der Dude hat hier gar nichts mehr zu melden, wirklich. Der hat hier überhaupt nichts mehr zu melden. Wasser, Warrior. Los geht's. Zack, zack. Das sind hier eh nur 2 Schläge. Du kommst weg. Mit so einer Waffe geht's einfach. Komm doch her, du Lackaffe, Alter. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich? Digga, ich habe 630 Pfeile. Was ist hier eigentlich los? Los geht's. Zack, 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 zack. Okay. Scheiße. Mir ist warm. Boah, nein, habe ich ein Oberteil, was mich vor Wärme schützt? Nein, ich glaube nicht, ne? Ich muss das Ding anziehen. Komm doch her. Junge, es läuft. Jetzt aber, oder? Ich dürfte ihn auf der Luft noch kriegen. Ein Schuss noch? Nee, schade. Hat nicht ganz funktioniert. Ich hasse mein Leben, Digga. Es ist halt so egal, was ich mache, ne? Es ist. Ein Schuss. Ach, Junge, nein. Ein Treffer so unnötig, weil ich meinen scheiß Bogen gewechselt habe und nicht mehr ausweichen konnte. Ach, Mann. Das tut so weh. Er hat wenigstens beide Hörner gedroppt. Das ist ganz geil. Und ein Adlerbogen. Das ist auch eigentlich ganz geil. Okay, weiter in die Richtung. War es in die Richtung? Jetzt ist es auf einmal extrem heiß, Bro. Ist es dein Ernst? Ich habe keinen doppelten Schutz. Saphir auf Schild. Ja, würde auch funktionieren, aber ich nehme einfach Sidon. Das passt mir schon. Der hat einen Bergspalter. Wie hat er mich gespottet, Bro? Ach, egal. Scheiß drauf. Komm, wir kämpfen. Ich hab leider nicht ganz drüber nachgedacht, wie das jetzt ist, den Panzer zu durchbrechen. Das wird ein bisschen eklig. Alter, der hält so. Oh mein Gott, hält der viel aus. Generell, Leute mit 2 Händen sind ja immer lustig. Die sind echt voll sympathisch, finde ich. Das wird so schlimm. Der hat einfach 2 legendäre Waffen, aber wie zur Hölle soll ich dieses Ding aufbrechen? Das war definitiv eine sehr dumme Idee. Der hält so viel aus. Einfach eine goldene Panzerung, Junge. Das muss doch echt nicht sein. Das muss doch wirklich nicht sein. Warum treffe ich? Oh mein Gott, warum kann ich die ganze Zeit nicht ausweichen? Vor allem auch Sidon jetzt die ganze Zeit zwischendrin fressen zu müssen. Macht's halt auch nicht leichter, ne? What? Wie hat er mich getroffen? Und ich habe ihn gleichzeitig auch getroffen, also geflurry rushed. Das ist auch eine Leistung, das muss man hinkriegen. Warum ist hier gerade ein Ivarok aufgewacht? Wo wacht hier gerade ein Ivarok auf? Adieu. Ach, schön mit dir, lieber Schild. Ja, okay, der hat mich nicht mehr gespottet, der Ivarok. Die Waffe ist jetzt schon kaputt. Scheiße. Stark, stark, hat funktioniert. Ich habe seinen Panzer zur Hälfte kaputt, das ist doch schon mal gut. Ich müsste halt, theoretisch, eine neue Waffe fusen. Aber das ist gar nicht mehr so einfach. Ich heile mich übrigens nicht hoch, weil es scheißegal ist. Wenn er mich einmal trifft, bin ich sowas von geliefert. Also dann macht es echt keinen Unterschied mehr. Das macht gar keinen Unterschied, Bro. Der hält alles aus. Leuen, Hufe gehen doch auch dafür, ne? Ja, genau. Weil ich hab seinen Kopf getroffen. Wie soll das denn funktionieren? Nein, fuck. Oh, das ist die schlimmste Attacke immer noch. Scheiße, Digga, der hält so viel aus. Mein Gott. Das wird nicht langweilig, ne? Das wird einfach nicht langweilig. Jetzt ärgere ich mich jetzt gerade, dass ich für den ersten Part schon gesagt habe, das ist der stärkste Leune in TOTK, weil das ist der stärkste Leune in TOTK, glaube ich. Meine andere war ja nur ein Weißer und der ist einfach silber und gepanzert. Und wie stark, bitte? Aber ich dürfte ihn fast haben eigentlich, oder? Also die Panzerung zumindest. Ja, let's go! Oh mein Gott, Digga. Wunderbar, na also. Ja, jetzt wird's einfach. Ich habe halt nur Angst, dass mir gleich noch ein ekliger Gegner dazwischen spawnt und mir die ganze Show vermiest. So ein Phantomgun oder ein Miasmand oder so. Das wäre jetzt so schlimm, wirklich. Das wird ein Header. Sehr gut. Bin ich noch nass? Ich bin noch nass. Was ist die Frage? Bitte nicht out of context, Junge. Trockne dich. Nein, ich soll ja nass sein. Das ist wichtig, damit ich die Waffe benutzen kann. Das macht es halt auch nicht einfacher, dass es noch eine legendäre Waffe ist. Also, das ist so eine Dings, das ist ein Zweihänder, ist, meine ich. Ein Zweihänder macht es natürlich nochmal viel, viel schwieriger. Denn ihr wisst, wie sehr ich Leute mit Zweihändern hasse. Genau aus dem Grund. Oh, hab ich dich ganz blöd in deiner Attacke getroffen, ne? Wie ärgerlich aber auch. Wir haben gerade so viele Gyptop-Knochen gesammelt, da kann man auch mal hinterher böllern, würde ich sagen, oder? Oh, die anderen gingen voll daneben, wow. Das war ärgerlich gerade. Dann halt mit dem auf. Das hat sich doch gelohnt. Komm. Wir haben ihn. Und der hat aber auch gar nicht mal so geilen Scheiß hinterlassen. Also natürlich seine ganzen Hörner, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist sehr korrekt von ihm. Hat sogar beide Hörner hinterlassen, ne? Und halt ein fucking Boulder Breaker. Boulder Breaker ist definitiv in Ordnung. Einfach ein Bergspalter. Okay, cool. Ich würde sagen, daran fusen wir jetzt einmal unsere neue Jagdtrophäe, oder? Ist das hier sinnvoll? Das habe ich doch schon mal gemacht, ne? Habe ich das nicht genau so schon mal gemacht? Hier hatte ich das gemacht. Nee, dann mache ich das. Dann baue ich jetzt auch erstmal noch die Lanze hier mal. Ja, so ein weißes Horn dran, oder? Wir müssen ja noch nicht ganz übertreiben. Schöne Sache. Geil, Alter, ich liebe diese Waffen. Das sind alles so Sonderattacken. Ich will die irgendwie nicht. Ja, komm, wir benutzen einfach die Lanze, scheiß drauf. Wobei die sogar noch schlechter. Dann nehmen wir die. Breaking Point. Ach so, das ist eine Garda-Waffe gewesen, genau. Wenn die letzten 3 Hits sind, dann macht die doppelten Schaden, ist auch gut. Schön, schön, schön. Jetzt langsam müssen wir uns aber echt mal ranhalten, weil ich will heute eigentlich noch den Donnertempel machen und dafür fehlt mir noch alles, so circa. Da sind wir angekommen, in Gerudo Town. Hat auch noch niemand so gemacht, ne? Einfach von der anderen Seite gekommen, dass wir einfach, okay, man sieht es gerade eh nicht. Kann die Karte mal wieder auftauchen? Einfach von der Seite aus gekommen, durch den Untergrund gelaufen, dann von hinten hoch und dann hierhin. Einfach die Wüste komplett gemieden dadurch. So, wir machen kurz hier, natürlich.
Klare Sache. Den Schrein nehme ich auch schnell mit. Da sind wir. Wir haben 65 Schreine schon. Das ist so strong, ne? Die kleinen Schlüssel müssten hardcoded sein. Aber wir brauchen jetzt trotzdem einen Chess-Key dafür. Das ist immer bitter. Ja, wir haben einfach einen Chess-Key gegen einen Small-Key getauscht. Wie Link die Lanze schwingt. Das sieht so schön aus. So, was haben wir hier? Ich habe keinen Chess-Key. Als ob ich keinen Chess-Key habe. Wo sind wir denn hier? Das ist ja mal mega peinlich. So. 9 Stück. Wait, in Gerudo Town ist aber eine Göttinnenstatue. Ja, jetzt nur die Frage, wo ist die Göttinnenstatue? Liegt die im Untergrund? Was zur Hölle? Was? Was? Was ist das denn? Hier gibt's einen Weg? Digga, das habe ich noch nie gesehen. Bruder, was? Das ist mein Blowing. Alter, ich wusste das nicht. Und die Göttinnenstatue befindet sich hier, genau. Wir können tatsächlich unsere Weisen upgraden. Einmal zumindest. Und das sollte ganz klar Tulin sein, denke ich. Hatte ich das nicht schon mal gemacht? Ich dachte ehrlich gesagt, ich hab's schon einmal gemacht, aber wohl doch nicht. Aber tiefer Schwur von Tulin. Nette Sache. Ich muss echt auf Herzen gehen. Mein Ausdauer ist cool. Ein drittes Rad wäre definitiv nicht verkehrt. Aber ich glaube, ich gehe echt erstmal komplett auf Herzen. Weil Ausdauer brauche ich für nichts mehr zum Überleben. So, und Pfeile kann ich genug verschießen in Bullet Time. Das reicht schon. Das ist in Ordnung. Aber ich werde so oft immer noch gewonnen-hittet. Das stört mich einfach zu krass. Jetzt habe ich 20 und damit die Hälfte. Und ich werde wahrscheinlich trotzdem von allem gewonnen-hittet. Sieht es ein bisschen goofy aus, dass da dieses eine Herz weiter unten ist. Aber egal, das gehört dazu. Wo befindet sich hier ein Kochtopf? Hier ist das Gefängnis. Ja, wissen wir Bescheid. Hier ist die Bar. Hier besaufen die sich schon wieder die ganze Zeit. Das ist der Weg, der zum Dings führt. Das weiß ich auch. Die Höhle hier führt zu den Ruinen. Junge, lass mich doch einfach irgendwo kochen. Das gibt das doch nicht. Ich koche gleich einfach am Wüstenbasar. Ist mir scheißegal. Ja, aber hier ist wirklich kein Kochtopf. Junge, was für ein Saftladen. Ach, hier. Lol, der ist noch nicht angezündet. Ach so. Und jetzt wird's wirklich mal Zeit, Alter. Das ist so schlimm. Große Maxi-Rübe. Schön hochheilen, ja? Damit dürfen wir doch echt unbesiegbar sein, oder? Das ist so strong. Komm schon. Und die jetzt alle nochmal einzeln. Die kann man auch alle nochmal kochen. Für ein bisschen Zusatzausdauer. Das ist zu gottlos, ne? So, Rüstungskürbis. Reichen 5 davon schon aus? Für dreifache Rüstung? Oh mein Gott, ja, reichen sie. So, und jetzt machen wir das noch mit dem Drachenteil. Jetzt passt mal auf. Das sollte funktionieren, oder? Wir können es mal probieren mit einem Nidra-Spike. Warum habe ich so viele Nidra-Spikes? Ist das nicht so? Es dürfte so sein, oder? Ich hoffe, ich versau das jetzt nicht. Ja, aber es hat nicht so viel gebracht, tatsächlich. Die Hörner sind wichtiger, ne? Also tatsächlich in dem Modus nicht. Für Upgrades sind die halt mega wichtig so. Aber ich meine, ansonsten bringt das gar nicht so viel. Ja, hat auch nicht so viel gebracht tatsächlich. Auch nochmal Defense ab. Oh, ist der Unterschied. Hat nur mehr Leben gebracht, ne? Angriffsfuß brauche ich wirklich nicht. Ich brauche nur mehr Verteidigung. Und dafür sind die echt eigentlich ziemlich gut, was wir gerade machen. Das sind wirklich die einzigen Effekte, die ich brauche, ne? Alles andere ist mir so scheißegal eigentlich. Wir können auch mal einen Angriffsfuß kochen, ja. Aber ich meine, das ist jetzt wirklich nicht so wichtig. Das ist so gut einfach. Holy shit. Ich könnte mir noch mehr machen. Was sind das wieder? 20 Zusatzherzen. Let's go, Alter. Ich glaube, ich brauche nie wieder Upgrades hier nach. Ja, okay. Jetzt war es sogar. Jetzt war es sogar. Mehr Platz habe ich tatsächlich gerade gar nicht. Kann man auf jeden Fall arbeiten, würde ich sagen. Das ist guter Scheiß, Alter. So, Hitzeschutz, Kälteschutz. Fuck that shit, Alter. Niemand braucht sowas wirklich. Von hier aus müssen wir jetzt. Valley of Silent Statues. Auch cooler Name irgendwie. Es braucht auch irgendwie keine Gegner mehr gerade, ne? Also in der Untergrundstadt bin ich echt sehr verschont geblieben, muss ich sagen. Ist ja geil, man kommt direkt bei Riju raus, wirklich. So, Riju. Oh mein Gott, ich kriege eine Erleuchtung. Dann würde ich sagen, retten wir kurz den Wüstenbasar und dann Gerudo-Stadt. Wir sind da, sehr schön. Ich weiß nicht, wir können uns ein bisschen den Scheiß irgendwie noch lustiger machen. Digga, ich habe 750 Pfeile, Alter. Ich lasse das gibt uns jetzt aber schön noch mal ein bisschen am Leben, damit ich hier auf ganz entspannt die Teile farmen kann. Weil ich habe gottlos viele Pfeile, ich habe gottlos gute Bögen und Gipto-Knochen sind halt echt geil. Oh mein Gott, was? Was für Riju ist under attack? Oh mein Gott, hier ist noch mehr? Bro, wo habe ich die denn verpasst, bitte? Ah, das ist nicht Riju. Doch, das ist Riju. Das hat sich gelohnt, aber ich dachte, es waren die letzten eigentlich hier. Stellte sich heraus, es waren nicht die letzten. Reicht das mal? Ja, reicht das mal. Oder 50 Stück. Komm, scheiß drauf, wir machen mal zu. Wir machen mal Feierabend hier, Alter. Okay, doch. Jetzt wieder die gleiche Scheiße. Die gibt es eben noch natürlich keine Chess-Keys gedroppt. Ich habe immer noch keinen einzigen Chess-Key. Und das ist ein Problem. Weil dann kann ich auch nicht in den Schrein reingehen. Das kann ich mir einfach sparen. Oder der hält zu viel aus. Oh mein Gott. Digga, mein Controller ist leer. Wo kommen auf eigentlich die ganzen Gegner auf einmal her? Das kannst du mal aufpassen, Alter. Junge, kein einziger Chess-Key. Was soll das denn? Nicht einer. Das ist doch Kacke. Das macht's dann natürlich schwierig. Wir müssen uns eigentlich überhaupt nicht auf die Truhen konzentrieren, weil wir werden die Truhen eh nicht mitnehmen können. Los geht's. Ja, wie gesagt, hier können wir jetzt nicht groß was machen. Wenn die Truhen nicht sich öffnen lassen, dann ist natürlich doof. Wir haben jetzt genau 24 Minuten Zeit, um den Donnertempel zu betreten. Im Tempel gibt es nämlich auch keinen Blutmond. Das war so riskant, Alter. Sehr schön. Töte mal jemand den Gipfel, bitte. Chess-Key? Gänsevorhaut. Er hat einen Chess-Key gedroppt. Wir gehen einfach weiter. Wir werden schon noch eine Truhe finden. Was spawnt hier? Bitte keine Leune, bitte keine Leune, bitte keine Leune. Ich glaube. Heilige Scheiße, ist das schlecht gealtert. Oh Mann, warum renne ich auch genauso drauf zu? Das war so unnötig, wirklich. Ach, lass mich doch in Ruhe, Alter. Fuck, 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 fuck. Link, fang dich doch auf, verdammte Scheiße. Das ist gut, danke schön. Ich finde sogar, dass man den Scheiß auf hinterher geschenkt bekommt. Oh, nochmal 60 Pfeile oben drauf. Let's go. Stimmt ja. Ich kann meine Chess-Keys hier einsetzen, das ist gut.
Das ist ein sehr, sehr starker Pristine-Königs-Zweihänder. Ist der immer so stark? Nein, oder? Und noch ein antiker Dolch. Perfekt, Digga. Junge, das ist zu stark. Okay, hab keine Chess-Key mehr. Schade. Dann kann ich euch schon positionieren. Dann muss ich erst mit der anderen Tante quatschen. Ich glaube, ich kann euch schon positionieren. Oh mein Gott. So, die Speertruppen sollen ans Nordtor. Perfekt. Und die Kanone kommt nach Westen. Alles ist fertig. Riju, wir können anfangen. Ich frage mich echt, was die falsch machen, die Gerudo-Kämpferin. Die müssen theoretisch mit dieser Klinge, die sie da haben, mit dieser Exalfos-Klinge, nur einmal zuschlagen und die gibt es, wären tot. Aber trotzdem schaffen die es irgendwie nicht. Aber gut, ich bin halt auch Lore Accurate Link. Lol, man kann die echt abfeuern. Ich habe das noch nie genutzt so richtig, aber das ist ja mal voll smart. Ost! Tor. Wie wär's, wenn aus dem Nest mal wieder was schlüpft? Das wäre eigentlich ganz cool, denke ich. Hallo. Mit meinem Blitzschlag zerstören. So. Dieses Nest wird keine Gigdos mehr hervorbringen. Oh, Digga, da sind ja noch neue Gegner dazu gekommen. Oh, ich habe die getötet. Das ist sehr nett tatsächlich. Ah, der ist ein Gigama. Da, warum ist da oben ein Gigama? Den brauche ich jetzt wirklich nicht. Komm weg mit dir. Gut, ein weiteres Nest ist außer Gefecht. Fuck. Oh mein Gott, machen die viel Schaden. Was? Die haben mich ein bisschen angespuckt. Vertreibt man nicht so. Riju wird angegriffen, Riju wird angegriffen. Ah, ich brauche den Loot. Ich weiß, Riju wird angegriffen. Ja, sie ist die Königin. Ja, okay. Aber ich will halt den Loot haben. So, ist halt auch doof. Aber wird Riju eigentlich gerade angegriffen oder habe ich mir das eingebildet? Nee, stimmt gar nicht, hä? Es wird viel dramatischer dargestellt auf der Minikarte. Komm, aber ich habe genug. Nester sind zerstört. Alle Nester zerstört. Wunderbar. Komm, weg mit dir. Batz. Da ist immer noch einer. Ah, da ist ein fliegender. Fliegendes Skip, du Arschloch ist da. Ja, so, weg damit. Dann ballern wir noch schnell den Tempel hinterher. Das dürfte ja auch kein Problem mehr sein. Licht, 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 Licht. Komm, Aufi, kein Verschnaufi. Let's go. Den sind wir gespawnt. Oh, doch, ist als Schleim gespawnt. Der Schleim ist wieder verschwunden. Das war edel, Alter. Das war wirklich. Das hab ich gerade. Ich hatte keine Fee mehr. Oh mein Gott, Alter. Ich hatte keine Fee mehr. Ich bin tatsächlich mal wieder gestorben. Das nach Ewigkeiten. Und ich habe auch vor allem null dran gedacht, dass er mich gerade angreifen könnte. Aber ja, der hat mich echt übel erwischt, muss ich sagen. Aber ist okay. Wir haben einen Huge Star geopfert, weil wir haben heute auch einen bekommen. Also wir behalten unseren einen Chest Key, den wir haben, und unsere ganzen Chargers. Also wenigstens etwas. Ach, schade, ey. Ja, aber es ist Dark Army, was soll ich sagen, ne? Machen wir mal die Truhe hier auf wenigstens. Was befindet sich hier? Mhm. Okay. Es sind so viele Drachenteile, wirklich. Die sind mir so scheißegal inzwischen. Ach, Mann, ey. Der Tod war so unnötig gerade, wirklich. Den hätte man wirklich echt gut vermeiden können. Auch ein Chest Key hinterher. Wunderschöne Sache. Hat der Leute mich... Er hat mich gesehen, aber er greift mich nicht an. Er greift mich nicht an, obwohl er gesehen hat, wie ich meine Waffe benutzt habe. Das ist verrückt. Schon wieder neuer Chesky. Junge, jetzt haben wir gerade eine schöne Chesky-Serie. Das gefällt mir. Scheiße, ey. Ich sollte vielleicht auch darauf achten, wohin ich das Licht biege, ne? Das dauert aber auch, ne? Ich hasse inzwischen einigermaßen raus mit dem Drehen. Es geht besser voran. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Ich hasse dieses Gefühl, wenn du ab und zu einfach so... Also wie dein halbes Leben abgezogen bekommst. Das ist einfach scheiße. Das fühlt sich an wie Steuern zahlen. Du weißt, es kommt einfach gleich wieder und dann zack so. Ah, du wusstest eigentlich genau, dass es kommt und trotzdem hast du es jedes Mal wieder. Ab in den Donnertempel. Was haben wir hier? Oh mein Gott, Digga. Warum greifst du mich dafür an? Was habe ich denn getan, Atze? Dämlicher Hund bist du. Komm her. Dich so zerstören. Da guckst du blöd, ne? Hab ich einfach pariert. Der Pariermeister. Ups, bin ich ausgewichen. Ja, schade eigentlich. Ich muss den mobben, okay. Und wie viele Leute ist es eigentlich heute schon wieder? Ja, die Roten werden echt gemobbt. Aber das ist auch in Ordnung, weil den brauche ich. Und zwar in der Hoffnung, einen weiteren Huge Star zu bekommen, um einen Fehler von ihm auszugleichen. Leider kein Glück gehabt. Schade. Das ist ein Gerudo-Schwert, einfach nur ein normales, glaube ich. Was ist ein Pristine? Okay, das geht eigentlich echt fit. Weißes Leuenhorn hier dran. Ist zwar nicht die allerkrasseste Waffe, aber trotzdem. Ja, ein 97er. Sehr schön. Hallo, liebe Gipto-Königin. Was geht? Ach, das ist die Anführerin, die Königin. Hätte ich gar nicht gedacht. Danke. Man sieht fast nichts mehr. Ja, Riju, stell dich nicht so an. Komm her. Das war's mit ihr. Was? Och, Mann. Sidon, komm her. Ich hasse es, ne? Ich hasse sie einfach. Komm, friss eine Elektrofrucht oder so. Ich weiß doch auch nicht, ey. Alter, nee. Halt doch dein Maul. Riju, komm her. Okay, wir haben es geschafft. Alter, was ist hier gerade schon wieder für ein Chaos ausgebrochen? Bitte, ich darf jetzt nicht getroffen werden, wirklich, ne? Aber wir sind nur die Schleime. Alles gut. Okay, Riju, komm her. Hör auf zu kämpfen. Verdammte Scheiße. Ich fühle mich so verarscht, ne? Gut, rein da. Rein in den scheiß Tempel, Alter. Ich mache einfach ganz normal den Tempel, okay? Oh, nochmal eine fünfte Batterie. Das finde ich sehr gut. Okay, leider nicht mehr. So, wunderbar. Wie immer kürzen wir den Tempel natürlich schön ab, wenn wir hier hoch senden. Genau. Dann landen wir am richtigen Spot. Richtig? Richtig, genau. Okay, wunderbar. So geil, wie das einfach automatisch passiert, weil ich das oben vor einer Ewigkeit aufgemacht habe. Okay, Riju, kommst du bitte her? Danke. 1 von 4, richtig? Digga, wir haben einfach fast 800 Pfeile. Was zur Hölle? Also ich weiß, die Mod hat das verändert, dass alle Pfeilbündel doppelt so groß sind. Also wenn man sonst irgendwo 10 Pfeile bekommt, bekommt man jetzt 20 Pfeile. Aber warum? Das ist voll overpowered, wenn wir ehrlich sind. Ich rush gerade extra ein bisschen, ne? Wenn die Tempel einmal hat, dann ist es echt easy. Generell alle Tempel sind easy, weil das gilt halt, glaube ich, für alles so circa. Wunderbar. So, unten ist auch offen. Dann kommt das hier nach hinten. Auf geht's. Vorne brauchen wir wieder Tulin oder so. So, wunderbar. Das ist so dreist, wie wir einfach alles cheaten. Junge, ich mach ruhig den Tempel-Speedrun. Blitzattacke, Blitzattacke. Danke. Oh, fuck, Alter. Ja, die gehen mir brutal auf den Sack hier. Du stirbst instant. Chess-Key. Mhm. Einen Trick gibt es. Ich möchte mal kurz ausprobieren, ja? Das dürfte hier eigentlich relativ easy sein. Denn soweit ich weiß, braucht man nur einen Fünffachschussbogen und dann Funkelfrüchte in Bullet-Time. Das hat nicht funktioniert. Warum?
hat funktioniert. Es hat doch funktioniert. Das ist schon gar nicht mal so einfach. Der Bogen ist halt für nichts anderes zu gebrauchen gefühlt, ne? Was will ich mit so einem schlechten Bogen, aber mit Fünffachschuss? Wunderbar. Dann mal hier ranhalten, bitte. Wunderbare Sache. Scheiße, brauche ich das schon wieder? Warte mal kurz. Geht doch, na also. Wir haben es geschafft. Auf geht's. Hallo, liebe Gipto-Königin. Wir haben uns vor 5 Minuten schon mal gesehen. Tschüss. Stirb. Rein in den Lachs, würde ich sagen. Wie wär's damit? Was mit Eisfrüchten hinterher? Und jetzt noch Feuerfrüchte hinterher? Marmorige, bitte nicht auf die Fresse fliegen. So, okay. Damit dürfen wir auf jeden Fall schon mal Halbzeit kriegen. Ja, Digga, das ist viel zu einfach, sag ich ja. Es war mir echt klar, dass es viel zu einfach sein wird. Und wer hätte es gedacht? Ich behalte recht. What? Warte mal, was? Nein, das ist so lächerlich. Das ist... Was? Sie war im gelben Kreis und ich habe auf sie geschossen und ist einfach abgeprallt. Ich hasse sie so sehr, wirklich, ne? Die Gipto-Königin ist eine zertifizierte Schnepfe. Das ist krass, wie ich am Anfang gar kein Problem gegen sie hatte, wirklich, ne? Das ging am Anfang so gut, die ersten Monate. Und auf einmal fing es dann an, dass ich richtig gechoked habe gegen sie. Das verstehe ich auch nicht, warum sie es immer zweimal aushält. Die nimmt doch bei allem Elementarstand, aber nur bei Rijo aus irgendeinem Grund, geht sie dann ganz auf die Knie und macht gar nichts mehr. Oder bei manchen Attacken, aber ich verstehe nicht, welche Attacken es genau sind. Und das hasse ich, dass ich nicht verstehe, wie sie genau funktioniert. Das sollte eigentlich jetzt beim zweiten Cycle funktionieren. Halt auch das, dass es immer so lange dauert, bis sie wieder aufgeladen ist, ne? Nee, die Nester sind mir scheißegal, ich mach keine Nester kaputt, ganz im Ernst. So, jetzt, Spin to Win, auf, komm, wir müssen sie kriegen. Ach, halt dein Maul. Manchmal bin ich einfach... Okay, mein Schild, ich habe wenigstens überlebt. Das ist das Gute. Ich habe wenigstens irgendwie überlebt. Auch wenn es schon wieder so dumm lächerlich ist gerade. Ich sag, Digga, nee, wirklich, das reicht mir jetzt. Halt einfach dein Maul. Halt einfach dein Maul. Die ist echt anstrengend, die Alte. Wenigstens ein 22. Herz und Rijos Fähigkeit, die auch gar nicht so verkehrt ist.